Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Und ich habe in den letzten Kommentaren gelesen, dass wir dem Ende vom Huttenkartell schon relativ nah sind und uns fehlt ja auch noch ein halbes Level. Deswegen würde ich jetzt grundlegend einfach mal sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir das halbe Level hier noch geschafft kriegen. Und dann werden wir schauen, Willkommen. Wenn wir 55 sind. Ich bin mir gar nicht so sicher. Man konnte ja dieses Add-on hier, glaube ich, auch erst mit 51 starten. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir nicht das nächste Add-on dann auch... Hallo? What the fuck? Ich will hier irgendwie durch, ohne zu pullen. Ob wir das nächste Add-on dann nicht vielleicht sogar erst mit 56 starten können. Das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Logik von SWTOR, die ich noch nicht so ganz durchblickt habe. Warum komme ich hier nicht hoch? What? Deswegen, ich weiß gar nicht, ob wir... ob wir mit 56 jetzt hier schon starten können. Boah, jetzt komme ich aber durcheinander. So viel WoW plus jetzt SWTOR, wo meine Dings wieder anders sind. Wo meine Tasten wieder anders sind. Ich drücke die ganze Zeit vollkommen hirnrissig. Irgendwelche Tasten, die ich eigentlich in WoW gerade drücken würde. Alles klar. Ich wurde gebeten, mal zu zeigen, wie ich mein Interface zusammengebaut habe. Aber ich finde das tierisch langweilig. Also das Interface zusammenbauen ist ja eigentlich keine große Sache. Ich kann das gleich mal kurz eben zeigen. Das ist ja super easy gemacht und da braucht man gar nicht wirklich viel, also da will ich kein Video drüber machen, ich finde das komplett langweilig einfach. Ihr geht einfach hier auf den Interface-Editor und da könnt ihr alles, wie ihr wollt, könnt ihr herumschieben und verschieben. Und sonstiges könnt ihr die Größe ändern, könnt anklicken, wie viele Spalten ihr haben wollt, Slots pro Reihe, Slots, und da könnt ihr fröhlich dran herumbasteln und könnt euch ganz viele Sachen machen. Und das könnt ihr euch so einstellen, wie ihr da gerade Bock drauf habt. Ich habe das halt so gemacht, weil ich das, weil das mit meiner Maus halt super funktioniert. Ich habe diese Razer Naga und da sind an der Seite sind halt eben 12 Knöpfe. Und diese 12 Knöpfe sind genau so angeordnet wie meine Aktionsleiste unten links, die erste große, wo auch die ganzen Hotkeys draufgelegt sind. Ja, und deswegen, also ich drücke nicht wie manch anderer 1, 2, 3, 4 auf der Tastatur, sondern ich habe halt eben, wie gesagt, diese Razer Naga, da sind die ganzen Knöpfe hier an der Seite und die sind genauso belegt wie hier unten die Dinger. Das heißt also, ich habe unten links auf der Razer Naga, da unten ist halt die 1 und die ist genauso belegt und deswegen habe ich das so gemacht, weil das einfach für meinen Kopf dann einfacher ist. Und wie gesagt, dieses Interface, das könnt ihr euch zusammenbauen, wie ihr mögt. Da braucht ihr jetzt, ich weiß nicht, wie das bei den Nicht-Abonnenten und so aussieht. Und bei den bevorzugten Spielern, keine Ahnung. Aber als Abonnent könnt ihr da fröhlich herumbauen, wie ihr wollt. Und könnt euch die Tasten halt legen, wie ihr wollt. Und könnt alles komplett verschieben. Wo muss ich denn hin? Hä? Ich verstehe es ja schon wieder nicht, ne? Ich müsste doch irgendwie mal hier rein. Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Ja, versuche ich ja. Ist ja mein Plan, aber wie?
Deswegen, wie gesagt, also ich werde jetzt nicht für ein Interface ein extra Video machen, das ist mir ein bisschen zu strange. Das werden dann irgendwie 10 Minuten pure Langeweile in meinen Augen. Ja. Übrigens haben wir überlegt, ich werde ja, wenn ich das Let's Play hier durch habe, werde ich ja... Hey, sag mal. Wie läuft der Hase denn hier? Wenn ich dieses Let's Play durch habe, dann werde ich ja... Ja, nice! Werde ich ja auf Star Wars Streamen umstellen. Einmal in der Woche. Wobei ich tatsächlich leider nie einen festen Tag benennen kann. Das ist ein bisschen doof. Das tut mir dann auch leid. Aber einmal in der Woche wird halt Star Wars dann gestreamt. Und da habe ich gestern mit dem Max gequatscht, mit dem ich ja auch... Ah, guck mal. Das ist ja geschickt. Mit dem ich ja auch den 24-Stunden-Stream zusammen gemacht habe und auch in letzter Zeit so ein bisschen mehr zusammen gemacht habe. Und der wollte eigentlich WoW als Story-Let's Play zocken, was aber, finde ich persönlich, gar keinen Sinn macht, weil die Story von WoW halt echt wenig hergibt. Er hat aber unglaublich Bock auf irgendein Story-Let's Play. Und ja, da haben wir gesagt, pass auf, wenn ich dann nächstes Jahr mit den Star Wars Streams anfange, weil er halt größtenteils auf Twitch aktiv ist und nicht auf, YouTube, dann kommst du einfach mit rein. Dann machen wir das einfach zusammen und spielen halt sozusagen zwei Klassen-Stories durch. Das ist super cool. Ich muss mal mit ihm sprechen, ob er die Videos dann auf Twitch auch hochladen lässt. So rum. Weil dann könntet ihr nämlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei mir gerade den Stream guckt, dann ist es... Also man kann auch mit Multi-Twitch die Streams gucken, aber das ist halt kompliziert, weil... Wenn da eine kleine Differenz dann drin ist, dann wird es halt ein bisschen doof mit dem Sound und sonstiges. Oder wenn jetzt zum Beispiel er irgendwie eine Quest alleine machen muss für seine Klassenquest und ich eine Quest alleine machen muss, dann ist das halt auch ein bisschen doof. Aber wenn er die dann auf Twitch hochgeladen lässt, auf Twitch hochladen lässt, meine Güte, was ist denn heute mit meinem Deutsch los, verdammt. Dann könntet ihr die ja auf jeden Fall spätestens dann noch im Nachhinein gucken. Und ja, da müssen wir aber mal halt eben gucken, wie wir das genau machen. Also meine Videos wird es auf jeden Fall auf YouTube geben, das wisst ihr. Also die Streams werden ja hochgeladen bei mir auf YouTube dann. Und beim Max, ob der das dann auf Twitch hochlädt, das weiß ich noch nicht. Aber das ist halt eben, das ist halt in weiter Ferne. So nächstes Jahr, ne, so, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Vorher müssen wir erstmal hier fertig werden, bevor wir dann darüber reden können. Seht euch an, wie groß dieses Ding ist. Kein Wunder, dass Marcap auseinanderfällt. Was nächstes Jahr passiert. So. Da müssen wir hin. So, ich habe momentan, ich habe gerade meinen Krieger in WoW wieder für mich entdeckt. Ich habe zu Warlords of Draenor sehr, sehr viel Krieger gespielt und auch vorher in Mists of Pandaria schon sehr viel Krieger PvP gespielt. Und den habe ich gerade für mich wieder entdeckt und es macht so viel Spaß einfach. So ein Furorkrieger ist einfach so nice. Das ist unglaublich. Würde mich mal interessieren, wie ist denn so das Interesse an WoW? Habt ihr nur Interesse an Star Wars oder hättet ihr auch Interesse daran, dass ich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen regelmäßiger WoW streame? Weil dann würde ich einfach mal zwischendurch ein bisschen öfter auch mit dem Krieger vielleicht irgendwie was machen. Und ja, keine Ahnung, kann man ja einiges machen.
Jetzt nicht mit den Low-Level-Chars, weil die Low-Level-Chars sind leider irgendwie komplett durcheinander geraten. Der Schredder ist mit seinem Low-Level-Char jetzt schon auf Level 48. Ich bin irgendwie auf 26 oder so. Ich glaube, der Max ist auf irgendwo Anfang 20 oder so. Sondern dann schon mit eher höherrangigen Klassen. Charakteren, so rum. Wenn ihr Bock drauf habt, kann ich machen. Kein Problem. Kann ich per Schnellreise dahin? Ist das nicht easier eigentlich? Ja, ne? Ne, auch wieder so viele Videosequenzen hier heute. Also richtig viel Story. Ihr merkt das. Ich muss halt fast gar nicht die ganze Zeit nur hin und her rennen und irgendwelche Gegner töten. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich das Huttenkartell so liebe. Es ist so ein tolles Add-on. Aber lass mich bitte laufen. Ach nein, du lässt mich nicht laufen. Warum lässt du mich nicht laufen? Keine Sorge. Was ist denn hier los? Ach, mir fehlt der Ansprungs... Bonus da. So, jetzt haben wir ihn. Geh doch mal sterben. Geh doch mal sterben, Junge. Geh doch. Was anscheinend auch ziemlich gut ankommt, ist Overwatch. Wenn ich Overwatch spiele. Ups. I ist die richtige Taste. Ja, kann man mal anziehen. Was ist hier mit? Die kann man nicht anziehen und das da ist eh kacke. Okay. Ich befürchte, ich komme nicht dran vorbei, gegen ihn zu kämpfen. Aber Overwatch kommt, glaube ich, eh immer gut an. Also ich glaube, Overwatch ist einfach so ein Spiel, das zieht ganz automatisch Leute an irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also mir macht es auch Spaß tatsächlich, aber ich weiß nicht, was das für ein Hype um Overwatch ist. Schon seit, als ich angefangen habe vor anderthalb Jahren mit YouTube, da hieß es schon, ey, spiel Overwatch und du wächst automatisch. Da wollte ich Overwatch nicht zocken. Jetzt habe ich gedacht, okay, dieser Overwatch-Hype, der sollte ja so langsam mal abgeflacht sein, ne? Ein Scheiß ist. Overwatch zieht immer noch ohne Ende Zuschauer. Ich verstehe nicht, warum. Das ist so krass. Das ist so unnormal. Aber Overwatch macht halt auch Spaß. Das muss ich auch mal sagen, so. Ja, also, ich habe echt übelst Spaß an Overwatch im Moment. Im Moment habe ich eh viele Spiele, an denen ich viel Spaß habe. Wir machen das jetzt super, super. Bam. Oh, das hat trotzdem Leben abgezogen. What the fuck? Der Trick funktioniert anscheinend nicht mehr. Wo ist meine Heilerin? Wo war sie? Warum war sie nicht da? Okay, dann kann ich aber... Haha. Acht. Vier. Bumm. Ich lebe wieder. So schnell stirbt niemand. Einmal kurz Leben regen. So, dann brauche ich nämlich da die Gegner gar nicht zu machen. Okay. Easy going. Kann ich mich direkt um die hier kümmern. Wenn ich da oben runterspringe, dann kommt die nicht hinterher. Das war nicht so richtig durchdacht, was ich hier getan habe. Muss ich mal so sagen. Ich habe schon klügere Sachen gemacht. Und ich wusste... Oh. Echt jetzt? Ich kriege das erste lila Teil und das ist ein Scheiß Begleitergeschenk.
Mein erstes Epic und es ist ein Begleitergeschenk. Feier ich. Auf gar keinen Fall. Super. Finde ich total klasse. Total super. Freut mich komplett. So, okay, dann stirb mal. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit ich jetzt wirklich noch von Dings entfernt bin vom Ende hier. Aber ich glaube einfach mal, wenn in den Kommentaren geschrieben wird, dass ich nicht mehr so weit entfernt bin. Ich habe das Huttenkartell nie durchgespielt, weil für das Huttenkartell bin ich damals nicht zurückgekommen. Sondern für Shadow of Revan. Dafür habe ich Star Wars erst wieder reaktiviert. Und habe dann tatsächlich schon direkt beim ersten Mal sofort das Huttenkartell mehr oder weniger so schnell wie möglich übersprungen und bin zu Revan gewechselt. Deswegen habe ich das Huttenkartell niemals komplett durchgespielt. Das ist für mich hier gerade alles blind. Ich weiß nicht, was hier passiert und wie lange das hier alles noch geht. Ja, aber kann sich ja nur noch um Jahre handeln, ne? So, dann gehen wir mal hier rum. Dann brauche ich nicht gegen den komischen Heinzer zu kämpfen. So, und das noch da. Dann brauche ich nämlich gegen die auch nicht zu kämpfen. Hey, hey. Perfekt. So, jetzt soll ich wieder irgendeinen Laser ausschalten. Na, gegen irgendeinen muss ich kämpfen von euch. Dann nehmen wir doch den hier. So schnell stirbt niemand. Wie ich immer mit jeder Macht versuche, irgendwelchen Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Ich bin halt ein geborener Jedi. Ja. Das liegt nicht daran, dass ich möglichst schnell immer hier durchkommen will. Das liegt daran, dass ich einfach der ultimative Jedi bin. Ich weiß halt, man sollte die Kämpfe... Man muss nur die Kämpfe nehmen, die man nehmen muss, ja. Man muss nicht aus purer Freude und Lust... Das war ganz schön dämlich, ja, komm jetzt. Jetzt muss ich diesen Kampf hier nehmen. Geht gar nicht anders. So, haben wir es denn jetzt? Übrigens ist mein Urlaub vorbei. Oh, und wir sind Stufe 55. Jetzt könnte ich theoretisch tatsächlich dann auf dem Schiff gucken, ob ich zu Revan komme oder nicht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal eben noch diese Quest hier zu Ende. Vielleicht passiert hier noch irgendwas Spannendes. Am Ende. Und es ist nicht nur einfach ein stupides Durchgeschnetzle. So wie es bisher aussieht. Diese 20 Minuten. Wird die Folge heute mal ein bisschen länger. Der Tobi, glaube ich. Freut sich ja immer sehr, wenn die Folge ein bisschen länger ist. Deswegen gönnen wir uns heute mal, ne? Schwupp. Gönnen wir uns mal eine etwas längere Folge, was soll das denn? Keine Sorge. Gibt Schlimmeres. Ich will eh nur einkaufen gehen, während die Folge rendert, also von daher alles easy. So. Nein. Wenn wir das nächste Mal ein bisschen Zeit haben, sollten wir uns unterhalten. Ich soll noch mehr Plattformen kaputt machen. Das ist doch nicht euer Ernst. Also. Die Folge geht jetzt 20 Minuten. Und. Naja.
Ich weiß. Ich bin anscheinend kurz vorm Ende des Huttenkartells. Wir gehen jetzt mal aufs Schiff, eben schnell noch, und gucken, ob ich den Revan überhaupt jetzt annehmen könnte. Okay? Und das müsste ja auf dem Schiff starten, wenn ich mich nicht irre. So, das machen wir mal noch. Weil wenn ich jetzt Revan starten könnte. Boah, ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht, ob ich mich dann noch weiter hier mit dem Huttenkartell herumärgern will. Holoterminal. Auftakt Revan Schatten. So, Freunde. Ich kann. Ich kann. Ich kann loslegen. Und ich für meinen Teil sage jetzt, Leute, lasst das auch machen. Lasst wirklich. Aha. Lasst wirklich einfach Revan starten. Wirklich. Okay. Immer mal so und so, um daraus vielleicht ein Screen, ein Thumbnail zu machen. Und ich würde sagen, wir beenden das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in etwa, was ihr denkt, wie viele Folgen ich noch fürs Huttenkartell bräuchte, unten in die Kommentare unten. Und ansonsten fange ich nächste Folge mit Revan an. Wirklich. Bis denne.